Ja, willkommen zurück. Mir ist gerade das Spiel schon wieder auf den Desktop einfach so gewechselt. Und, ja, keine Ahnung. Ich meine, das ist einfach hier entschieden und wir haben verloren. Das hatten wir vorhin ja auch schon. Aber vielleicht probiere ich einfach nochmal noch einen kleinen Trick. Und zwar, indem ich einfach. Nochmal lade. Das gleiche nochmal probiere. Da hatte ich schon mal oft das Ding, dass die dann einfach so dann plötzlich gewonnen haben. Ja, guck, seht ihr? Da habe ich jetzt zum Beispiel gewonnen plötzlich. Finde ich natürlich gut. Jetzt habe ich erstmal mächtig Schaden gegeben. Und jetzt kann ich die noch vollends vernichten. So. Und jetzt warte ich da erstmal. Gut. Ich habe dieses Problem auf jeden Fall schon mal aus der Welt geschafft. Hier, Flandern. Wissen wir nicht, was da drinnen steht? Ist uns egal, wir greifen es an. Belagern es zunächst einmal erst. Wir bekommen jetzt pro Runde 3076. So, jetzt habe ich meine Armee ein bisschen aufgesplittet, damit es da keine so krassen Unruhen gibt. Gut. Da wird er jetzt sowieso gerade noch rekrutiert und was wollen die machen? Angriff ablehnen, habe ich jetzt mal gemacht. Aber ich glaube, das wäre nicht so gut ausgegangen. Lass ihm jetzt noch ein bisschen Zeit, nämlich einfach. Die haben da irgendwie einen Spion bei mir rumgammeln. Können sie machen, wenn sie so lustig sind. Jedenfalls will ich die jetzt nochmal belagern. Ich will die einfach mal aushungern, ob das geht. Aber ich glaube, die greifen mich immer davor an. Das ist ein bisschen dann doof. Die Armee müsste jetzt, die ich hier runtergeschickt habe, müsste jetzt irgendwo hier. Genau, da ist er ja. Die ist dann auch bald da. Ach, das ist eine österreichische Armee. Cool. Dann ist es ja jetzt hier gar kein Problem mehr. Dann können wir nämlich von unten hier nach erstmal hier das Industriezentrum, die Büchsenmacher erstmal einnehmen, hier wo eine Armee von denen oder Vorhut rumsteht und dann eben weiter marschieren. Gut. Wie sieht es hier aus? Da hatte ich doch irgendwo die Garnison ausgebaut. Genau, das war hier. Das dauert noch 7 Runden. So, jetzt greifen die mich tatsächlich an. Ja. Wir verteidigen jetzt die Schlacht von Brüssel. Gegen Simon Villaret de Joyeuse. Und ich habe den General Ivan Vasiljevich Sabanev. Bier ist der Beweis, dass Gott uns glücklich sehen will. Thomas Jefferson, dritter US-Präsident. Ich
Regen. Wenn es jetzt mies, da gibt es nämlich ständig Fehlzündungen. Aber hier haben wir so einen schönen paar Hügel, um unsere Artillerie hier aufstellen zu können. Nur mit der Artillerie, die stelle ich jetzt mal hier hin und die soll dann da hochreiten. Dieses verdammte Wetter, Sir. Das nasse Pulver wird viele Fehlzündungen verursachen. So, der soll weg und der soll da hin. So rum habe ich es gemeint gehabt. Kavallerie hatte ich auch hier. Stell ich auch dahin. So. Packen wir so hin. Mal gucken, ob unsere coole Formation so funktioniert. So. Alle mit im Boot. Gruppieren. Ne, die bauen wieder irgendeinen anderen Scheiß hier zusammen. Natürlich kacke. Egal, dann mache ich das so wie vorher, dass ich die einfach jetzt hier mal so aufstelle. Und die davor, dann lasse ich die einfach immer so vorrücken. Das hat bisher auch funktioniert. So. Und von denen lasse ich einfach noch eine Einheit hier hin. Dahin. General in die Mitte. Los geht's. So. Schnell mal nach vorrücken. Was mach ich, ey? Was mach ich für eine Scheiße? Mein Gott, das ganze Gedöns hier ist der reinste Scheiß. So. Sir, Sir, unser General wird angegriffen. Scheiße, 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 beeilt euch doch, Kinders. Nein, es wird jetzt noch nicht geschossen. Halt, stopp. Leichten hier aus. Die werden wir jetzt einfach so nick, schnack, nick, knack davor stellen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier wird, so mitten im Wald.
Die Einheit darf natürlich mit vor. So, jetzt zum Knast. Ist jetzt hier nicht euer Ernst, oder? Also das geht ab hier. So, dann rück mal schnell vor. Die Moral sieht bei allen noch relativ gut aus hier. Allerdings stehen die jetzt gleich hier auf dem Berg. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die mal alle ein kleines Stück nach oben bringe. Natürlich jetzt miet, dass wir da unterhalb stehen. Jetzt noch ein bisschen austesten, würde ich sagen. Ja. So, Kavallerie nach vorne. General schicke ich auch mal ein bisschen hier rein. Feindlicher General wurde getötet von uns, das ist sehr gut. So. Jetzt frage ich mich, wie es gerade da unten läuft. Anscheinend irgendwie gar nicht. Unsere Männer fliehen, Sir. Mist, da wird schon geflohen. Gar nicht gut, gar nicht gut. Unsere Einheit ist tot, Sir. Ja, wir werden uns mal so ein bisschen anders aufstellen.
aus dem Wald dann nämlich mal raus hier. Unsere Männer fliehen, Sir. Halt, stopp, nein, 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 was machen die denn? Stopp! Hier, den hier können sie. So, eine Artillerie nach der anderen wird jetzt da hinten fallen. Sein. Ein glorreicher Sieg, Sir, so. Gehört bald ihm. Da wurde jetzt noch ordentlich reingecrasht. Und gleich wird gefeuert. Schieß doch, Kinders. So. Das war doch mal wieder eine coole Schlacht. Mal wieder eine Waldschlacht, die wir diesmal gewonnen haben. Und wir haben sogar noch ordentlich Kavallerie übrig. Finde ich wahnsinnig cool. Weil sonst ist die uns da immer verrecken gegangen. Und ich muss sagen, es bringt's echt, diese Dragoner, oder nee, wie heißen die? Halt berittene Artillerie zu haben. Beritten. Ah, was laber ich. Also, Kavallerie zu haben, die schießen kann. Das haut's wirklich raus. So, Aufstand in Holland. Mal gucken, wie es da aussieht in Holland. Die befreien wir jetzt erstmal von der Steuer, sonst gibt es ja nur noch Stress hier. So, hier bauen wir noch schön einen Bauernhof aus. Die Armee wird jetzt aufgefüllt. Und ja, jetzt aber müssen wir hier unten mal gucken, wie es da aussieht. Die sind gleich da. Okay, die sind immer noch nicht aufgefüllt. Das dauert bei denen irgendwie immer ein bisschen. Okay. Soll uns aber weiter jetzt nicht jucken. Wir haben jetzt schon Oktober 1808. So, dann marschieren wir jetzt auch gleich mal weiter durch. Und hier, Venedig, ist dann unsere Nachschub irgendwas. Ne? Und hier oben können wir, das brauchen, das brauchen wir nicht. Universität reparieren, was sollte uns das jetzt noch bringen? Wir haben ja nichts zu erforschen. Allerdings in Hannover, in Oldenburg. Ah, wo waren das? Hier. Die Drillschule ist in 5
Runden auch fertig. Eine Artilleriefabrik bauen wir hier noch ein. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Ziele hier machen soll. Weil die Kampagne wäre ja dann im Dezember 1812 zu Ende. Und ich glaube, dass wenn man die Ziele nicht erfüllt, dass man dann ja noch weiterspielen kann, wenn man möchte. Und vielleicht mache ich das und versuche einfach dann sozusagen hier Europa zu erobern. Aber da informiere ich mich jedenfalls nochmal. Weil ich habe keine Lust, da einfach sozusagen jetzt die Ziele zu erfüllen, da noch zwei Provinzen einzunehmen und fertig ist und dann kann ich nicht mehr weiterspielen. Das ist natürlich doof. Da spiele ich doch dann lieber einfach sozusagen ganz Europa erobern. Mit Russland. So. In Holland haben wir jetzt da was rekrutiert gehabt. Hier können wir irgendwas bauen. So, und da unten können wir jetzt angreifen. So. Aber jetzt gehen wir zurück zur Grenze und lassen uns da oben mal noch oft Dingsen. Ja. Es geht auch schneller, indem wir es einfach so kurz machen. Ach, die können wir jetzt gar nicht austauschen. Das ist so eine Scheiße aber auch. Och nö, warum denn? Na doch, jetzt geht das hier gut. Preußen ist am Zug. Und die machen irgendwie da ja gar nichts da oben. Die stehen immer nur da oben in ihren Gefilden rum und machen gar nichts. Natürlich ganz toll. Och, Kinners. Ich wollte doch noch hier gerade noch meine andere Armee mitbringen. Na egal. Dann mache ich das einfach nächste Runde gleich. Weil da habe ich sonst wieder keine Chance, wenn ich da mit zu wenig Mann da reingehe ins Gefecht. Und da kommen auch schon die Spanier und wollen sich wieder an meinen Städten vergreifen da oben. Müssen wir schnell dagegen vorgehen. Und hier jetzt vor allem klug hinlaufen. Da geht jetzt wirklich Millimeter um Millimeter. So, da gehen wir ran. Jetzt greifen wir an. Soll ich das Gefecht spielen? Ja oder nein? Ich belagere jetzt erstmal. Guck mal jetzt, was da oben war, ist. Jetzt sehen hier die Chancen aus. Okay. Ja, da warte ich aber auch lieber. Dann nehme die Armee ran. Und schlage die dann vernichtend. Da hätten wir auch die Spanier mal wieder in Europa hier mächtig zurückgeschlagen. Oh, und hier ist schon Paris. Da können wir nachher direkt mal reinmarschieren. Wenn wir hier unten einigermaßen vorangekommen sind. Und jetzt können wir uns auf eine tolle Schlacht gleich freuen in dem nächsten Part.
wo es gegen hier die Franzosen geht, die eine ziemlich dicke Armee hier rumstehen haben. Ja, und bis dahin, bis gleich und macht's gut.